Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind immer noch auf Abenteuertour und ich hatte ja gesagt im letzten Teil, wir machen uns heute weiter mit dem Boot auf Fahrt, weil das ist jetzt doch eine kleine Strecke zu fahren. Und schauen dann einfach mal, was wir da so entdecken. Okay, also ich weiß, dass da oben ein bisschen Sand drauf ist, aber das ist... Aua! Wer hat mich denn hier abgeschossen? Das war doch wieder so ein Kuchengabel-Heini. Au, habe ich mich jetzt erschrocken. Boah, mein Herz. Mein armes Herz. Habe mich gerade zu Tode erschrocken. Ihr euch auch. Oh Gott. Ich mag diese Kuchen-Heini-Typen nicht. Das ist echt. Da vergeht einem das ja hier auf dem Wasser zu fahren. Okay, hier ist ein Stück Strand wieder. Okay. Wir fahren jetzt quasi ein Stückchen so mal durch die Gegend. Weil das ist, wie gesagt, alles Mesobiom und Strand und so. Und ja, wir werden dann wieder einen Teil über Land laufen. Werden aber gleich erstmal schlafen gehen. Hat der mich erschreckt. Boah. Mann, Mann. Okay. Dann stellen wir unser Bettchen hier mal hin. Also toll, wenn die Sonne hier untergeht. Ich liebe diesen Shader. Sorry. Okay, Bettchen. Schlafen. Wie üblich. Zu Anfang. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie ein komisches Timing immer. So, mal was frühstücken. Und dann laufen wir einfach mal weiter. Und schauen, was wir hier noch so finden. Vor allen Dingen bei der Gelegenheit können wir wieder Kohle sammeln. Ihr wisst ja hier überall. Findet man Kohle, die wir ja auch brauchen, ne? Wir haben ja da noch so einen Villager, den wir traden müssen. Okay, können wir überall so ein bisschen mitnehmen. Ist nicht bis sonst wohin in die Tiefe gehen, weil wir finden hier genug. Okay, nehmt einfach alles mit, weil es so eine Oberfläche ist. Okay, also da geht's Grünfläche. Ich würde mal sagen, wir laufen einfach jetzt mal querfeldein ein. Durch das schöne Mesobiom ab noch einsammeln. Da ist auch noch was. Hier gibt es auch Eisen, solltet ihr auch mitnehmen. Wie gesagt, zu Hause haben wir nicht so viel davon. Es geht uns nämlich auch langsam zur Neige, ne? Ah, okay, weiter geht's. Weiter geht's. Und vielleicht haben wir ja jetzt Glück und finden hier irgendwie eine Mine. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden schon irgendwas finden. Also, ich sehe ja da so ein paar rote Punkte. Wartet mal. Okay. Da, wieder ein schönes Portal gefunden. Jetzt müssen wir uns mal gucken. Okay. Wieso? Wieso? Bisschen Creeper explodiert. Okay, Effizienz. Das ist gut. Dornen 1. Wir hätten notfalls eine Ersatzhose. Das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier lassen können. Mann, mein Inventar geht schon wieder zu. Neige, das Feuerkugeln und sowas brauchen wir auch nicht. Das ist ja echt der Hammer, ey. Ist hier ein Creeper explodiert? Der Hammer. Ja, merkwürdig. Okay, wir schmeißen gleich mal den Sand hier wieder weg. Den brauchen wir wirklich nicht. Okay. Na, das ist ja echt der Hammer. Ist ein Creeper explodiert. Und hat uns das Portal freigeschrägt. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Ist ja echt der Hammer. Ich habe mich schon gewundert, hä, ich habe doch gar keine Items verloren. Wie geht das? War doch da gar nicht. Ich bin da dran noch nie gewesen. Sehr merkwürdig. Okay, immer noch keine Mine in Sicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. No. Da. Ich sollte euch demnächst mal irgendwie Musik hier mit reinmachen. Ich glaube, dann sind solche langen Wanderungen vielleicht etwas interessanter. Ey, so schön gelbe Keramik und so viel davon. Aber keine Mine. Okay, da vorne gibt es wieder eine Menge Creeper.
Skelette, das deutet aber meistens doch eher auf Höhlen hin als auf eine Mine. Aber schaut mal, das ist das, was ich gemeint habe. Ihr lauft hier durch die Pampa und findet Schienen. Einfach so in der Landschaft. Okay, dann werden wir doch mal gucken, was wir da finden können. Okay. Also hier ist schon mal nichts. Wie viele Fackeln haben wir noch? Wir haben noch genug. Okay. Da ist schon mal ein Ding. Gibt es wieder Brot? Nehmen wir mit. Nametag. Fackeln nehmen wir mit. Was haben wir hier sonst noch? Nametags haben wir jetzt auch langsam genug. Immer ganz ehrlich. Auch doch kein Mensch so viel. Nametags. Klamotten wären gut. Ey, hier geht's runter. Da möchte ich aber nicht runter. Oh. Okay. Mal gucken, ob hier noch weitergeht in die Mine. Nö. Ah, hier oben geht's noch. Okay, hier ist Ender. Eine sehr merkwürdige Mine. Das ist wieder eine, die man so stückweise. Das war, wo wir gerade waren. Genau. Ist ja auch heiß hier. Okay. Zur Sicherheit immer mal diesen machen. Lieber einen Weg bauen. Ihr wisst, da unten gibt es auch zwischendurch mal so nette Gesellen, die, warte mal, wir können das eigentlich gleich so machen. Setzen wir mal Licht dran. Machen die jetzt mal ein bisschen anders. Okay. Ist mir aber noch nicht zu tief genug. Okay. Dann machen wir mal das Ding hier weg. Da klebt man immer fest. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Gucken mal. Okay. Ich höre hier nämlich Spinnen und wo ich Spinnen höre, ist meistens ein Spawner. Gott, ist das hier verwinkelt. Okay. Okay. Jetzt nix. Wieder so eine, ich verlaufe nicht mal Mine. Nix weiter. Dass wir wieder genügend Fackeln haben. Mann, Mann, Mann. Okay. Das ist ein Irrgarten hier. Hier ist nix. Aber hier reflektiert es wenigstens mit dem Licht gut. Okay, es geht hier anscheinend noch weiter nach unten. Ich würde mich gleich wieder so erschrecken. Okay. Hallo, Herr Zombie. Ich muss mal nicht entzombifizieren. Du bist mir viel zu weit weg von meinem Zuhause. Okay, da geht's auch runter. Da geht's wieder raus. Okay. Meine Güte. Eieiei. Da geht's runter. Okay, das ist wieder so eine Ellenlange. Also wenn ich eine Mine finde, dann immer gleich so ein Riesending. Oh Mann. Okay. Wir suchen, wir suchen. Ich wollte doch ausgraben und nicht schon wieder eine Mine erkunden. Oh Mann. Okay. Also hier kommt man auch noch weiter runter. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das am besten machen. Mal die mal weg hier. Die runter. Die weg. Den haben wir nämlich gleich Steine.
Ja, machen wir die Keramik hier weg. Keramik weg, habe ich gesagt. So, können wir hier einen Weg rüber bauen, aber erst gehen wir mal nach unten. Okay. Okay. Das heißt, wir werden hier nochmal einen hinsetzen, damit wir hier gefahrlose. Okay. Lapis Lazuli. Noch mehr Fackeln. Fackeln sind immer gut. Das Zeug. Ich sag, das kriege ich alles gar nicht mit. Ihr seht schon, das ist echt ein Problem hier. So ein Herz des Meeres oder so würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Okay. Okay. Hopp. Kommen Sie her. Gut. Ah. Hab's doch gesagt, dass hier ein Spawner ist. Ich hab's doch gesagt. Na? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass hier ein Spawner. Ja, genau. Bleib da kleben, dann kann ich dich besser tot machen. Eieiei, schon wieder dieser Kindergarten. Ah. Gehst du weg von mir? Mann. Immer schön rechts, links gucken. Oh Gott, ist das ein Irrgarten hier. Immer einmal runter, einmal hoch. Ich werde mich wieder so verfranzen. Aber hier kommen wir wenigstens einfacher raus. Okay. Da waren wir, glaube ich, schon dran, ja. Ah, ihr seht schon, das ist echt. Das ist der Wahnsinn hier mit den Minen. Das ist ja riesig, die Anlage hier. Schaut mal auf der Minimap. Das ist ja richtig krass. Oh. Okay, hier geht's nicht weiter. Sehr schön. Okay, dann haben wir das schon mal. Den können wir jetzt wieder zurück. Halt. Zurück, sagte ich. Oh, wei. Schaut euch bitte die Größe der Mine an. Okay, hier kommen wir hoch. Überall. Gehen wir hier einfach wieder hoch. Ach, schnell was essen. Mann, ich bin ja immer so total angespannt, wenn ich in so einer Mine bin. Wie geht's euch denn immer damit? Seid ihr auch denn so angespannt? Ah, hier geht's noch weiter nach unten. Halt. Mal da ran. Ja, wäre zu schön gewesen jetzt gerade. Eine runter. Nee, sehen. Die Truhe da nicht aufkriegen. Okay, machen wir uns noch eine Stufe. Okay. Jetzt aber. Sehr schön Eisen. Jetzt können wir erstmal wieder den Schrott hier rausschmeißen. Eine Eisenspitzhacke, dann können wir die kaputt hier lassen. Und ein Brot ist hier noch drin. So, dann sammeln wir das mal so ein, dann sehe ich nämlich, dass ich schon hier war. Jetzt geht hier immer noch tiefer und noch tiefer. Boah. Also Gold brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay. Immer noch tiefer und noch tiefer und höher und rundherum und. Okay, ist hier nichts. Ich höre hier irgendwo immer noch einen Spinnensporner. Ich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwo noch einer wäre. Oh Mann. Okay. Echt alles systematisch absuchen. Ihr merkt schon.
Hier gibt's irgendwo Wasser. Okay. Das Ende. Noch weiter. Da noch weiter. Noch tiefer. Ey, euer Ernst hier. Boah, Leute. Wir müssen mal langsam mal sehen, dass wir wieder Kohle kriegen. Haben wir noch Kohle? Ja. Haben wir noch 7. Okay, ich brauche aber Sticks noch. Okay, Sticks. Und Kohle. Und Fackeln. Okay. Spinnenmehl kann weg. So, hier war nix. Hier war nix. Schaut euch das an, ey. Das ist eine Mine, ey. Das ist aber wirklich eine Mine. Oh Mann. Wahnsinn. Hier ist man ja schon bis sonst wohin. Okay, hier ist nix. Okay, da ist nix. Hier geht's noch weiter runter. Hier geht's wieder hoch. Okay. Die von mir gesetzt hier Fackel da. Hier geht's auch noch runter. Oh Mann. Hier geht's noch lang. Ei, hab ich mich jetzt erschreckt. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Meine Güte. Wie kann man mich immer so erschrecken? Das ist ja schrecklich. Mein armes Herz. Okay, hier gibt's Lavasee. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, haben wir wenigstens schon mal eine Ecke entdeckt, wo es nicht weitergeht. Da. Wir hier noch. Gehen Sie weg. Ich will lang. Okay. Ei. Geh weg. Ja, mach ich auch. Mir egal. Okay, hier gibt's Cola. Die sollten wir uns dringendst holen. Aber wenn das so weitergeht, haben wir hier echte Wahnsinn. So eine große Mine habe ich schon lange nicht mehr, die so groß war. Ich glaube, im Momentum hatten wir so eine Mine. Ich schaut mal auf die Map. Schaut euch mal die Mine an. Wahnsinn. Schaut euch mal die Größe an. Ist ja irre. Und ich bin hier ganz oben. Okay. Wie gut, dass ich mein Bett mit habe und nicht hab da stehen lassen. Und ihr seht, wir haben eine ganze Kohlemine gefunden. Das ist sehr schön. Bei Kohle werden wir jetzt echt brauchen. Aber wie gesagt, nie vergessen, hier ist auch Lava ab und zu mal drunter. Nicht, dass ihr die freibuddelt und euch dann wundert, warum ihr verbrennt. Ja, okay. Wir haben jetzt eine ganze Menge von dem Zeug hier. Ich höre ja immer noch klappern. Boah. Okay, dann müssen wir schnell noch was essen. Ah, ihr merkt schon, meine Folgen werden neuerdings immer überlang. Hier geht's noch weiter runter. Ist doch nicht euer Ernst. Okay, jetzt haben wir es aber. Das war, glaube ich, jetzt die tiefste Stelle. Wie tief sind wir denn jetzt eigentlich? Okay, bei 18. Oh, das geht. Es ist nicht so tief. Okay. Dann schauen wir mal, was wir noch nicht entdeckt haben. Hier waren wir nun. War hier schon? Hier geht's auch nochmal runter. Okay. Was noch tiefer? Okay, hier ist nur so. Okay, hier ist endgültig Schluss.
Sehr schön. Okay, dann nehmen wir mal sehen, dass wir wieder an die Oberfläche kommen. Das war jetzt wieder so eine extra Gelegenheit, aber ihr seht schon, Kohle, ne? Ist ja auch ein guter Grund. Und die kleinen Dinge, die man dann hier so in den Loren drin findet, die sind ja auch immer interessant. Aber ich würde trotzdem gerne Herz des Meeres oder so mal wieder finden. Okay, wir versuchen jetzt mal irgendwie Richtung nach oben zu kommen. Ihr wisst ja, mit Orientierung und so habe ich es nicht so. Okay. Kommt man, nee, da kommt man nicht höher. Okay. Na, da. Wenn nicht, können wir uns auch nach oben bauen. Das ist nicht hier weiter dramatisch. Das ist nicht so schlimm. Okay. Wir hätten da noch eine Lore. Sieht doch schon mal gut aus. Hallo, Brot. Dann haben wir noch ein paar Fackeln. So, jetzt haben wir die Frage mit dem Gold. Nehmen wir es mit, nehmen wir es nicht mit. Ja, ich könnte jetzt umwandeln, aber machen wir es mal so. Okay. Das können wir eigentlich auch da lassen. Das ist mir sogar noch lieber. Okay. Das ist auch hier wieder Ende. Hopp. Okay, das ist auch Ende. Eigentlich müssten wir jetzt, wie viele Loren haben wir gefunden? Ich glaube, drei oder vier haben wir gefunden. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt irgendwie wieder nach oben kommen. Das übliche Problem hier. Okay, das ist hier wieder der Gang. Ich folge dem Klappern. Hier gibt es Wasser. Irgendwo gibt es hier Wasser. Ich weiß nicht wo, aber hier fließt irgendwo Wasser. Wir sind hier irgendwie unter Wasser. Hier ist der sehr große Raum wieder, genau. Da ist der große Raum, durch den wir kamen. Und hier geht es Tatsache noch weiter. Ich werde ja wahnsinnig. Okay, wir waren ja auch überall. Okay. Hier gibt es auch noch Kohle. Genau, hier bei der Spawner. Hier waren wir auch noch nicht. Okay. Das ist sehr verwirrend hier, die Mine. Okay. Hier geht's auch noch mal runter. Einmal rechts, einmal links lang. Hier gibt es noch Kohle. Zumindest das hat sich doch schon mal gelohnt, die ganze Kohle hier reinzugehen. Aber ein ganzes Deck zusammen hier. Wahnsinn. Und vor allem kriegen wir wieder mal ein bisschen Levelpunkte. Ist ja auch nichts Schlechtes. Okay, und hier geht's noch weiter. Okay, es dürfte jetzt gewesen sein. Jo. Okay, auf der Seite haben wir jetzt auch alles. Da sieht's noch Sonnenlicht aus. Da ist der Spawner. Hier ist Sonnenlicht. Sehr schön. Okay. Dann können wir den Rest hier eigentlich auch noch untersuchen, kurz. Das ist ja echt der Wahnsinn hier, ey. Hier ist schon mal so eine große Mine gesehen. Die geht immer noch weiter. Hört euch das an. Oben, runter, unten, rechts, links. Ah, man verliert ja total die Orientierung hier. Ich klebe. Das ist echt. Und hier gibt es dann Kies. Okay. Gut, dann können wir da wieder raus und unsere Wanderung fortsetzen. Oh Mann. So, dann hoffen wir, dass ich da nicht jetzt wieder dran kleben bleibe. Hier waren wir schon, ne?
Okay, jetzt haben wir aber wirklich nichts ausgelassen. Jetzt hänge ich hier schon wieder in so einem Ding drin. Eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Okay. Gut. Da oben gibt's so groß ist anscheinend die Mine. Schaut mal. Wahnsinn. Man hier überall drin. Oder nicht? Oder doch? Warte mal, da ist noch eine Lore. Nö, hier waren wir auch noch nicht. Okay, es werden immer mehr Brote. Es werden immer mehr Fackeln. Wartet mal, die Fackeln können wir gleich mal verstauen. Okay. Das ist echt der Wahnsinn. Hier ist noch so eine Pickaxe. Ich würde mal sagen, die Gold. Die ist zwar ganz schön, aber letztendlich macht sie ja doch alles kaputt. Okay, was können wir noch hier lassen? Das scheint hier noch eine zweite Mine zu sein, so wie es aussieht. Okay. Also erst gar keine Mine und jetzt alle auf einmal, oder was? Aber ich habe eigentlich gar keine Lust jetzt noch mehr, in irgendwelchen Minen herumzutornen. Okay, wir haben hier noch mehr Gold. Wir haben noch mehr Eisen. Also dafür lohnt es sich dann schon mal reinzugucken. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich die Nase voll. Wir können das ja so machen. Wir machen uns jetzt mal hier so einen Merkpunkt hin. Und dann weiß ich halt, dass hier noch so eine Mine ist. Also, wir stellen uns auf. Machen uns einen Waypoint. Mine. Groß. Städtchen. Fertig. So, und dann wissen wir, dass hier eine Mine ist und können uns dann auf den Weg machen. Weil, schaut mal, wir haben noch einen ziemlich langen Weg vor uns und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Folge jetzt schon wieder vorbei. Ja, also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, eure Bubu.